Hallo, ihr Querlinge! Saboteur Dringil grüßt euch aus dem Unterschlupf des Hexenzirkels von und in Ugdenbock. Denn er hat ja am Ende der letzten Episode den Ugdenbock-Fetisch aus Barrowholm zurückgeholt und den soll ich abgeben bei Garadia. Das mache ich mal. Maßnahme Nummer 1. Garadia, du bist zurückgekehrt. Bist du bereit, unsere Abmachung abzuschließen? Hier ist er, wie versprochen. Unterstütze Barrowholm, um auf irgendwas, was, wieso zeigte mir das hier irgendwie, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Quest abgeschlossen, ein Juwel im Sumpf, 10.000 Erfahrungspunkte. Du hast dich entschlossen, mit den Dieben zu verhandeln. Das ist deine Sache. Wichtig ist nur, dass der Fetisch wieder in unserem Besitz ist. Damit ist unsere Abmachung beendet. Was machen wir als nächstes? Vor sehr langer Zeit reisten wir nach Ugdenbock, um dunkle Bindungen an Ratoschs Altar einzugehen. Seit Jahrzehnten wurde der Altar nicht benutzt und ist nun am nördlichen Rand des Sumpfes in Vergessenheit geraten. Aber er ist ein Ort, an dem der Schleier zwischen Realitäten am dünnsten ist. Was wird mir das helfen? Ratoschs Altar ist ein seltener Ort auf Kern, wo jemand durch den Schleier dringen kann. Ich habe Ulgrims Andenken mit den suchenden Runen markiert. Platziere es auf dem Altar, dann sollte sich ein Weg in die Leere öffnen. Ich weiß aber nicht, ob du auf der anderen Seite deinen Freund lebend oder nur seine verdorbenen Knochen finden wirst. Aber die Leere könnte dir mehr bieten als Ulgrims Erlösung. Früher diente sie als Mittel, um große Entfernungen zurückzulegen. Allerdings nicht immer mit vorhersehbaren Resultaten. Falls Ketons Kult Rifts in der Nähe von Malmouth geöffnet hat, kannst du die Leere vielleicht als Tunnel nutzen. Ich kann dir zwar keinen Erfolg versprechen, aber es ist vielleicht deine einzige Chance, Ulgrim zurückzuholen und Malmouth zu erreichen. Suche im nördlichen Bereich von Ugdenbock, jenseits von Barrowholm, nach Ratoschs Altar. Ich wünsche dir viel Glück. Es bleibt uns wohl keine andere Wahl. Achso, ich frage erstmal, ihr sagtet, ihr verwendet diesen Altar nicht mehr, warum? Das ist eine von Mythen und Legenden umwobene Geschichte. Aber ich glaube, wir haben die schmerzliche Erfahrung gemacht, uns vor den finsteren Versprechen dieses Altars zu hüten. Keine Schwester wagt es, sich ihm zu nähern. Dir wird nicht gefallen, was ich dir anbiete, aber ich versichere dir, es geht nicht anders. Es bleibt uns wohl keine andere Wahl. So, in den Stund des Wahnsinns. Questfortschritt, das ist Ulgrims Andenken, das ist dieses Ding, was sie mit Runen verziert hat. Nimm das mal an dich. Also Ulgrims Andenken ist jetzt irgendwie... Ah, hier, das ist der erste Schritt. Oder so ähnlich. Ja, eigentlich ja nicht. Also die Quest heißt in den Stund des Wahnsinns und der erste Schritt, der hier schon gemacht worden ist, der lautet... Bring Ulgrims Andenken zu Ratoschs Altar. Ich habe jetzt zwar Ulgrims Andenken wieder bei mir, die Pfanne, gefüllt mit Runen. Aber das ist ja mitnichten das. Also das ist ja noch mitnichten irgendwo am Altar. Deswegen ist es ja irgendwie komisch, dass er schon 1 von 1 steht. Dann führe das Ritual durch, um Ulgrim zu lokalisieren. Ja, was hast du denn noch, Liebes? Nachdem du jetzt hast, wofür du gekommen bist, frage ich mich, ob wir mehr füreinander tun könnten. Diese Frage ist... Was habt ihr vor? Seitdem uns der Ugdenbock-Fetisch gestohlen wurde, haben unsere Schutztotems ihre Wirkung verloren und einige unserer schützenden Zaubersprüche waren wirkungslos. Um es einfach auszudrücken, wir sind hier draußen schutzlos und das bereitet uns Sorgen. Wir haben vor, die Schutztotems wiederherzustellen, aber dazu benötigen wir neue Materialien. Wenn du... Natürlich mit einer Entschädigung für deine Bemühungen. Dem Hexenzirkel helfen möchtest, werden wir exotischere Zutaten benötigen. Jetzt kommen wahrscheinlich diese Sachen ins Spiel, die ich schon die ganze Zeit gefunden habe. Fortfahren. Zuerst benötigen wir Giftblickgalle. Habe ich. Von den Basilisken in Ugdenbock. Nur die Ausgewachsenen sind geeignet, da das Gift extra stark sein muss. Als zweites, und das könnte etwas gefährlich sein, brauchen wir das Horn einer Alpha-Laubmähne. Habe ich. Diese Ausgeburten sind äußerst territorial, also gib Acht. Zu guter Letzt benötigen wir ein seltenes Kraut, das als Ugdenblume bekannt ist. Sie wächst draußen im Sumpf, aber manchmal wachsen sie auch auf Ugdenburg-Golems. Tust du das für uns? Das scheint einfach zu sein, das nehme ich mal an. Ich muss nur die Ugdenblume mal kurz aus dem Bankfach grabbeln. Wo ist denn hier der Schmuggler? Da. Ich glaube, die Ugdenblume ist ja auch so ein allgemeines Ding, was man so braucht für allerlei Rezepte.
Deswegen habe ich da auch mehrere gefunden und deswegen sind die auch stapelbar. Da, 32 habe ich schon. Gib mir mal eine. Zack, so. Also, sammle Giftblickgalle, sammle Alpha, Laubmähnenhorn und sammle Uktenblume. Und bring die Materialien zu Garadia im Unterschlupf des Hexenzirkels. Das werde ich jetzt genau machen. Hast du die Materialien, die wir benötigen? Ja, hier sind sie. Bumm. Respektiert, Hexenzirkel Uchtenburg, sehr schön. Das gab 250 Ruf und 8000 Eisen. Die Mauern des Hexenzirkels ist damit abgeschlossen. Perfekt, genau das, was wir brauchen. Du bist dem Hexenzirkel eine große Hilfe, dafür sind wir dir dankbar. Aber auch wenn wir die Materialien haben, gibt es eine Bedrohung, vor der uns nicht einmal die Schutztotems bewahren können. Hilfst du uns dabei? Fahrt fort. Tief unter Uchtenburg befindet sich ein weitläufiges Netzwerk aus Höhlen und Wurzeln, die die ganze Region durchzieht. Wir nennen es das Unterholz. Vor Jahrhunderten bildeten sich in diesen Höhlen aus einem einzigen Samen Wurzeln. Daraus wurde eine gewaltige Pflanze namens Sylvaria. Nach all den Jahren ist sie verrückt geworden und verfault. Ihre schwarzen Wurzeln breiten sich im ganzen Unterholz aus, durchbrechen die Oberfläche und verderben das Land. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie den Hexenzirkel erreicht. Sie muss beseitigt werden, damit neue Pflanzen in Uchtenburg gedeihen können. Finde den Eingang zum Unterholz in Uchtenburg und kümmere dich um diese Bedrohung. Ach, jetzt kann ich sagen, dass ich das bereits gemacht habe. Das ist aber auch irgendwie neu, oder? Ich glaube, in der Hauptkampagne vom Classic-Spiel musste man das dann immer noch mal machen, wenn man es aus Versehen schon gemacht hatte. Auf jeden Fall kann ich jetzt sagen, ich habe mich bereits um diese Aberration gekümmert. Aberration ist, glaube ich, irgendwie Entartung oder so, oder? Oh, da ist die Quest Unkrautvernichtung abgeschlossen. Das gäbe oder gibt Ruf. Es gibt einen rachsüchtigen Geist, einen gezackten Stachel und schwarzen Talg. Der Talg ist nicht schlecht. Der Rest, naja. Gut. Vielleicht wächst mit der Zeit neues pflanzliches Leben nach. Gut. Vielleicht wächst mit der Zeit neues pflanzliches Leben nach, welches das Ökosystem ins gesunde Gleichgewicht bringt. Unsere Matrone Malostrea wird sich über diese Neuigkeit freuen. Tatsächlich hat sie schon nach dir gefragt. Du solltest bei Gelegenheit mit ihr sprechen. Wo ist Matrone Malostrea? Du findest sie unter uns, in der Mitte des Unterschlupfs. Gewöhnlich kümmern sie sich um den Ritualkreis, den wir zur Wiederherstellung der Schutztotems benötigen. Vielen Dank. So, es wird eine Episode, der ich nur am Quatschen bin. Im Ritualkreis. Wo ist denn hier der Ritualkreis? Ach du Kacke. Es ist nicht wirklich übersichtlich. Und ich habe so leichte Parallelen. Ach, hier ist er ja. Na doch, nicht so schlimm. Ich wollte gerade sagen, ich habe leichte Parallelen zum Sumpflager von Gothic 1, wo ich mich selbst nach 150 Episoden, na gut, so viel hat das Let's Play gar nicht gehabt, wo ich mich selbst nach 75 Episoden noch nicht zurechtgefunden habe. Matrone Malostria, Garadia spricht von deinen Erfolgen so, als sollten sie mich beeindrucken. Sag mir, bist du bereit für das, was getan werden muss? Sagt Matrone Malostria. Finden wir es heraus. Zumindest bist du entschlossen. Also gut. Eine von uns wurde durch die falschen Versprechen des Wendigo-Geistes, des Zerstörers, verdorben. Sie ist vom rechten Weg abgekommen und führt in Uchtenburg dunkle Rituale durch. Eine so mächtige Hexe wie Anaxia darf der Manipulation des Wendigos nicht zum Opfer fallen. Alle Versuche, sie zur Vernunft zu bringen, waren vergeblich. Es bleibt nur noch eine Option. Suche Janaxias Hütte, die sich unter einem der größten Bäume in Uktenbock befindet, und eliminiere sie. Ich habe mich bereits um diese Verräterin gekümmert, auch das stimmt. Die Verlockung des Wendigo-Geistes, nee, des Wendigos allgemein, nochmal Ruf und Wendigo-Geist habe ich jetzt bekommen als Belohnung. Garadia hatte wohl recht mit dir. Hier ein kleines Geschenk als Gegenleistung. Gibt es sonst noch etwas? Ja, gibt es. Sie hat nämlich ein gelbes Ausrufezeichen über dem Kopf, wovon sie wahrscheinlich gar nichts weiß. Ich glaube, langsam erkenne ich deine Aufgabe in unserem Hexenzirkel. Du wirst der Katalysator sein, den wir zur Wiederherstellung unserer Schutztotems benötigen. Aber bist du bereit für das, was sie mit sich bringt? Was sie mit sich bringt? Die Wiederherstellung, okay. Was muss ich tun?
Nicht weit vom Unterstupf, in Ugnebock selbst, hat der Hexenzirkel 3 Ritualstellen vorbereitet, um die Energien in Richtung Mittelpunkt zu konzentrieren. Das ist der Runenkreis, den du vor mir siehst. Der Runenkreis ist der Mittelpunkt, okay. Durch die Zerstörung des Fetisches sind die Kreise instabil und zu ungewollten Geisterfallen geworden. Wenn wir das schützende Ritual nachstellen wollen, das unsere Schwestern vor Jahrzehnten verwendeten, um diesen Ort zu beschützen, müssen wir die Kreise reinigen. Da kommst du ins Spiel. Schnapp dir einen Eimer, einen Besen, einen Mop, eine Flasche Ajax und zieh nach Ugnebock, um die 3 Energiesammelkreise zu polieren. Kehre danach zu mir zurück, koche mir eine Tasse Ugnenblumentee und massiere mir das linke Schulterblatt. Nein, das steht da nicht. Da steht, da kommst du ins Spiel. Meine Magie wird dich vor den Dämonen beschützen, aber du wirst sie für immer verbannen. Bist du bereit? Ich werde die Schutztotems wiederherstellen. Was war denn das gerade für ein... Ich weiß es nicht. Neue Queste, die da heißt Macht in den Kreisen. Reinige den östlichen, den nördlichen und den westlichen Kreis. Mhm. Gut. Hat noch irgendjemand hier was zu tun? Hm? Kommt schon. Ich weiß, dass ihr das wollt. Sagt's mir. Gebt mir eure Questen. Apropos Questen. Da ich jetzt mittlerweile schon die 2. Fraktion hier im Add-on habe, Hexenzirkel und dann Barrowholm, und jede von denen bestimmt wieder ihre 20 Kopfgeldquesten hat, und ich ja auch noch die Kopfgeldquesten von der Schwarzen Legion erledigen muss, glaube ich, und von den Verbanden, Fraktionen aus dem Classic-Spiel, und ich ja jede Kopfgeldqueste einmal im Let's Play zeigen möchte, damit ich danach Ruf farmen kann, habe ich mir überlegt, dass ich jetzt, um dann nicht wieder alles geballt zu machen und dann dutzende Episoden lang nichts anderes zu tun, als Kopfgeldquesten zu machen, dass ich das jetzt immer ein bisschen einstreue. Das heißt, ich würde mal schauen, was die Hexinnen hier für Kopfgelder haben und vielleicht lässt sie da irgendwas kombinieren. So, was sagst denn du hier zu mir? Komm mal her. Kopfgelder des Hexenzirkels von Ugdenburg. Der Hexenzirkel von Ugdenburg sieht dich als Verbündeten an. Das ist schön. Wenn eure guten Beziehungen weiterhin bestehen sollen, ja, gibt es immer noch mehr zu tun. Na dann. Ah, hier kann ich Janaxia nochmal killen. Das bietet sich an, das nochmal zu tun. Also, die Hexe Janaxia hat den Hexenzirkel verraten und ist zu den Wendigos übergelaufen. Sie darf so nicht weitermachen. Finde ihre Hütte am südlichen Ende von Ugdenburg und töte Janaxia, die Verräterin. Für die Tötung dieser Verräterin hat der Hexenzirkel als Entschädigung einige seiner Ritualvorräte zur Seite gelegt. Das ist aber sehr nett. So, da ist die Queste. Wie heißt sie denn? Kopfgeld, die Verräterin, töte Janaxia 1 von 1. Da ich das im Let's Play schon mal gemacht habe, aus Versehen, irgendwann vor einer Handvoll Episoden, werde ich jetzt den Weg zu Janaxia überspringen. Der ist, ich glaube, die wohnt hier irgendwo. Und zeigt dann nur, wie ich sie nochmal flachlege. Bis gleich. So, Bagmos, Janaxias Versteck. Da ist Janaxia, das ist die Arena. Wo ist sie denn? Ist gar nicht da. Ach doch. Go, Dringilein, go. Oh. Au. Au! Oh, tot. Das war sie, Bossmonster erledigt. Hier ist ihr Schmuckschatthöhlchen. Und ihr Heldenei. Ne, das ist ein Bossei. Was aber auch nichts mehr einbringt. Okay, dann. Hüpf zurück zum Kopfgeldtisch. So. Erstatter Bericht, Kopfgeld, die Verräterin abgeschlossen, gibt Ruf und einen gezackten Stachel. Was gibt's noch? Der Hexenzirkel benötigt Unterstützung bei der Aufrechterhaltung des Gleichgewichts in Ugdenburg. Die Basiliskenpopulation wächst unkontrolliert. Die gefährlichsten unter ihnen müssen beseitigt werden. Zeit für eine Jagd. Eliminiere Giftblick-Basilisken in Ugdenburg. Als Entschädigung für diese Aufgabe hat der Hexenzirkel einige seiner Ritualvorräte zur Seite gelegt. Mach ich gern. Kopfgeld Giftblick. Töte Giftblick-Basilisken 0 von 5 bisher.
Die sind, glaube ich, eher so im nördlichen Ogdenburg. Ich mache mich mal auf die Jagd und wenn ich den letzten gerade am Schlafittchen habe, melde ich mich wieder. So, ich glaube, ich habe hier die Nummern 4 und 5 hinter mir. Im fröhlichen Stuhltanz rund um eine alte Wurzel. Ja, aber das war wohl die Nummer 5. Ey, jetzt hört mal auf hier. Hässliche Krabben. So, Nummer 5. Da krabbelt ein kleines Wesen noch auf mich zu. Schädigter Panzer. Ach, hier. Schnauze, ihr Viechter. Man sieht euch gar nicht, diese kleinen Mini-Krabben. Die sind quasi unsichtbar. So, das waren die Giftblick-Basilisken. Unterschlupf. Und dann der Kopfgeldtisch. Da hinten ist auch irgendwie diese Queste schon, glaube ich. Naja. Ich habe hier diesen Schutz. Den besonderen Schutz, aber ich glaube, den brauche ich nicht, um die Queste zu machen. Hier, komm mal her. Du kehrst erfolgreich zurück. Erstatte Bericht. Ich bekomme Ruf. Und einen rachsüchtigen Geist. Noch was zu tun? Chillpinzer ist zu einer Brut in der Barrowholm-Mine im Norden geworden. Aha. Wenn nichts dagegen getan wird, könnte das gravierende Folgen für das Ökosystem in unserer Sicherheit haben. Chillpinzer muss getötet werden. Der Tod dieses Dämons wird mit Eisenstücken belohnt. Das nehme ich an, weil ich habe sowieso die Queste, irgendwelche Ugdenburg-Grubenkriecher in der Barrowholm-Mine, oh, was für ein Zungenbrecher, zu killen. Das mache ich dann aber erst später, denn zuerst würde ich gerne mal die Queste Macht in den Kreisen abschließen. Reinige den östlichen, den nördlichen und den westlichen Kreis. Nördlich ist oben, westlich ist eigentlich ja hier und östlich ist, keine Ahnung. Hier oben war irgendwas zu sehen, ein Stern auf der Karte. Was heißt das? Achte ich, muss ich jetzt oder killen? Ist das meine Aufgabe? Ja, komm schon. Das war der westliche Kreis, tatsächlich. Ach so, das sind diese, die sind rot. Und dann werden sie grün. Ah, ich verstehe. Dann werde ich mal die anderen noch suchen. Ich mache mich mal auf den Weg quer durch Ugdenburg. Östlich, da kann ja sonst wo sein. Der nördliche ist bestimmt oben rings um Barrowholm irgendwo. Und die Mine war, glaube ich, hier hinten irgendwie irgendwo. Dann gehe ich doch erst einmal. Ich wüsste, wo der östliche ist. Ich jogge den Weg quer durch Barrowholm. Durch Ugdenburg. Menschenskinder. Immer Obacht auf die Minimap, wenn da irgendwo ein Kreis auftaucht. Wenn das da der westliche war, ich lasse die mal alle hier leben, die da noch leben. Ich habe ja schon ein bisschen geholzt in dieser Session. Aber ich verschwende jetzt die Zeit nicht mit irgendwelchem Kleinkram. Hier, da ist doch schon was. Oh! Nicht zu glauben. Och, das wird ja immer das wird ja immer mehr. Lass mich mal hier raus. Menschenskinder. Ja, da ist die Geisterklingenfalle jetzt hier echt Gold wert. Meine Fresse, wie habt ihr euch denn hier vermehrt? Stehen geblieben. Noch so einer. Oh, ich pull hier echt die ganze Horde. Der spuckt sogar Gift, der eine. Oh, jetzt hat er aber richtig mal ausgedünnt. So, na, da ist noch ein Giftspucker am Leben. Ich zum Glück auch noch. Aber der... Och, ihr nervt einfach nur. Ihr Rhinozerosse. Ich meine vor allen Dingen dich. Ja, der Geist nervt. Oh, jetzt ist er mir aus dem Schattenschlag rausgelaufen. Ich fasse es nicht. So, jetzt kriegst du deine Sonderbehandlung. Und oh, das war's schon.
Oh Mann, diese Laubmähnenhorde hier, die war ein bisschen groß. Die war unerwartet groß. So, da habe ich aber den zweiten Kreis. Das ist jetzt der östliche gewesen. Da liegt noch ein Fellbüschel. Der nördliche wird wohl irgendwo Richtung Barrowholm sein. Hoffe ich. Wenngleich es dafür keinen Beweis und keine Sicherheit gibt, aber geh mal dahin. Habe ich hier irgendwo den Stern? Nö. Ja, wo kann das denn sein? Ich meine, ich hätte in der letzten Episode, als ich hier auf der Suche nach Giftblick-Basilisken war, irgendwo hier oben schon mal den Stern am Kartenrand dann aufblitzen sehen, aber pff. Das soll sich einer merken, wo das gewesen ist. Jo, ich mache mich mal auf die Suche nach diesem letzten Kreis und melde mich wieder, wenn ich ihn irgendwo gefunden habe. So, ihr Quirlinge, da hab ich's und seid froh, dass ich das gerade übersprungen habe, weil ich hab's ewig nicht gefunden. Ich habe schon angefangen, an mir zu zweifeln, von wegen Text, Leseverständnis, mangelhaft. Wo ist denn hier in Ugdenburg der nördliche Kreis? Ugdenburg ist so weit nach Norden gestreckt, dass ich natürlich oben rund um Barrowholm gesucht habe, aber da ist es gar nicht. Und irgendwo ist hier so ein Geist. Da. So. Tauch auf. Und fang dir Geisterklingen ein. Oh Mann, jetzt habe ich die ganze Giftgallen-Basilisken-Horde hier wieder an der Hacke. Und der Geist ist natürlich auch noch da. Geist, komm her. So, jetzt ist der nördliche Kreis weg. Der nördliche Kreis ist da. Also das alles ist Ugdenburg. Ja? Und ihr seht ja, wo es grün ist, bin ich rumgelaufen. Das war eine Riesenarbeit. Das alles ist Ugdenburg und das ist der Norden von Ugdenburg. Aber der nördliche Kreis, der ist da. Da soll einer drauf kommen. Mann. Aber es hatte wie immer auch sein Gutes, weil ich nämlich drei blaue Sachen gefunden habe. Die zeige ich gleich mal. Ich habe sie mir noch gar nicht genau angeschaut. Nur vom allerersten Eindruck des Namens her ist da nichts dabei, was ich brauche, aber wer weiß. Ach du Kacke. Ich habe gefunden, das hier. Mächtiger letzter Marsch. Das ist epische schwere Stiefel. Blitz und Kalastors Rune. Das ist für irgendwelche anderen Klassen. Das werde ich nicht benutzen. Moment, er hat Verlangsamungswiderstand. Das ist aber nicht Lähmung, richtig? Mal kurz ausprobieren. Nee. Dann habe ich Edrix Rückenkratzer. Erfordert Geist 446, das kann ich in der Pfeife rauchen. Würde ich aber sowieso nicht benutzen. Epische Nebenhand. Nee. Und dann habe ich gefunden, das hier, glaube ich. Mächtige Gardistenbrustplatte, Kleinod des Friedensbewahrers. Ist da eine neue Sammlung, ein neues Set, das ich anfangen kann? Konstitution erforderlich, 721. So war ja. Übrigens, kurz vor Level-Up, nur mal so. Nee, kann ich vergessen. Irgendwo hier noch was Blaues? Ne, das sind sie gewesen, die Dinger. Wobei, das Ding hat natürlich ziemlich viel Rüstung. Physischer Schaden. Aber überaus wachsam und Schildtraining, das ist Quatsch. Nee, nehme ich nicht. So. Diese Geschichte mit den Altären, das war eine. Was war denn das? Das war eine Queste von dieser Matrone, richtig. Die gebe ich mal gerade ab für den Fall, dass sie noch eine hat, die mich zufälligerweise auch in die Barrowholm-Minen führt, wo ich als nächstes hin möchte. Oh, wo ist die denn? Sprich mit Hexenzirkel Matrone Malostria. So, hast du die Kreise der Macht gereinigt? Erledigt! Donk! Oh, weia! Stufe 68, schön! Ich bekomme 1000 Ruf im Hexenzirkel und einen Skelettschlüssel als Belohnung. Das ist aber schön. Gut. Ich kann bereits Kraft fühlen, die sich im Ritualkreis ansammelt. Bald werden wir das Ritual an dieser Stelle nachbilden. Wie kann ich helfen?
Auch wenn du hier schon viel getan hast, bin ich mir nicht sicher, ob ich dir die Überwachung der Endphase anvertrauen kann. Das obliegt nur den vertrauenswürdigsten Mitgliedern des Hexenzirkels. Nimm es nicht persönlich. Heißt das, sie gibt mir eine Queste, wenn ich den höchsten Ruf hier habe? Na schön. Kann sein. Übrigens, apropos Ruf, ich hatte zwischendurch eine Nachricht bekommen, als ich wie verzweifelt nach dem letzten Kreis gesucht habe. Ich habe es nämlich dann geschafft, jetzt die höchste Rufstufe auf Homeset zu erreichen. Verehrt, das habe ich noch nie geschafft. Das heißt, ich sollte jetzt, also das ist gekommen durch Bestien töten. Ich habe irgendwelche dicken Bestien gekillt, da waren auch so ein paar Heldenmonster dabei und so. Da gab es halt Ruf in Homeset und ich war schon kurz vor dem Ende hier und zack, dann hat es gereicht. Jetzt bin ich Homeset auf Rufstufe verehrt. Das heißt, jetzt kann ich zum ersten Mal überhaupt beim Fraktionshändler in Homeset mir die besten Sachen kaufen. Das gucke ich mir aber mal zwischen zwei Aufnahmesessions an, was es da so gibt, weil sonst das Let's Play wird sowieso schon episch lang und wird ja da noch länger. Ja, liebe Gewehrlinge, damit ist hier mal Schluss und weiter mit Dringils Abenteuern im sumpfigen Ugdenburg geht's dann ab dem nächsten Teil. Bis dahin!